So, ich würde mal sagen, dann fliegen wir mal kurz wieder zurück zu unserem Startgebiet. Heilen uns und holen dann neue Hüter. Items kaufen, bitte. Brauche wieder eine Menge an. Kapelle. Oh, sagen wir mal so 200. Aktiviere ich jetzt erstmal kurz die Autospeicherung. Ich glaube, es ist ein großes Paar. Was da hinten mal? Ist das irgendwo auf der Paradies-Ebene zu finden? Bin ich ja wieder hier. Ich muss mir die Karte nochmal ansehen, oder da? Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, das war hier so. Glaube ich zumindest. Nein, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Nicht.
Vielleicht bin ich in der Höhle. Nope. Ist das? Man gibt ihm das wohl auf der Paradiesebene. Da kommt es nur abends raus zum Beispiel. Dann weiß ich Bescheid, denn noch viel Spaß auf der Arbeit. Arbeit. Während ich hier mich totsuche, wo jetzt das zweite Gebiets-Pokémon ist. Hallo, Gefährten-Pokémon, wo bist du? Welche in dieser Höhle? Muss doch hier irgendwo sein. Das gibt es doch gar nicht. So groß ist das Gebiet doch nicht. Ich mach mal wieder Reconnect. Ist das Pokémon? Hallo, Streamlabs. Ich glaube, der Stream läuft nicht. Gerade als ich die Aufnahme des Streams beenden wollte, macht er eine Reconnect. Okay. Ist er fertig mit dem Reconnect? So. Ich finde das Pokémon nicht. Ja. Der war bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Ich finde den nicht mehr. Der war auf der Paradiesebene, das weiß ich. Ich war doch jetzt. Hätte das sein können. Dann hol ich mal zuerst den anderen. Mann, der war. War der vielleicht. Ich glaube, der war hier. Mal gucken. Da bist du ja. Ich wusste doch, dass du hier irgendwo in der Nähe warst. Nein, da komm zurück. Ich hasse Arbeiten. Oh. Natürlich bin ich vergiftet, kann es auch anders sein.
dann haben wir direkt den Stromstoß. Oh, ich kann nochmal einen Stromstoß machen. Und direkt im roten Bereich. So läuft's auch. Dann kommen wir jetzt mal für die Narren mal so lange ein. Nicht so effektiv, okay. Solange er nur Wörter einsetzt. Oh, die Bitte. Ja, ich hab noch Top genesen. Das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt muss ich wieder Pokémon Tausch mir ausmachen. Komm schon, Bonino. Bleib in den Hyperball. Schon. Ich bleib jetzt nicht bereit. Ich hab das Gefühl, der bleibt jetzt nicht bereit. Oder auch nicht. Ich hasse Kopf. Ich hab noch 200 Kopf. Ich geh doch schon noch hin. Zum roten Bereich und paralysieren. Was willst du noch mehr? Und jetzt mal paralysieren. Vergift nur noch den Rest und. Dann nimmt mein ganzes Team aus. Die ist verrückt und näher. Thank you.
jetzt eigentlich nicht so in die Länge ziehen. Bonino, dass da kein Pokémon-Typ-Giftkampf. Diesen ungeholten Pokémon steigt das Blut schnell zu Kopf. Es schwingt die Kette an seinem Hals, um alles zu zerstören. Nebulak müsste ich, meine ich, ja schon haben. Das gab es ja schon in der Paldea-Region. Ist kein neues Pokémon. So, dann würde ich mal sagen, fliegen wir mal wieder zu. Dieses Pokémon ist angriffslustig. So, Ziel entfernen. Dann wieder hier zum Gemeindehaus. Das war's auch schon. Man sieht sich. Ich mach trotzdem mal Zwischenspeicher, man weiß ja nie. So, dann einmal wieder Karte öffnen. Da Bocken war ja hier in der Nähe, meine ich. Mann, es war hier irgendwo in der Nähe. Meine ich. Ich meine, es wäre hier gewesen, weil das sagt man nicht was. Für uns und bestimmt noch mit dem Trainer hier in der Nähe. Genau, hier war der Trainer. Jetzt beginnen wir das mal suchen. So, dann bis morgen oder so. Dann bis morgen. Jetzt muss ich nur gucken, was Pokémon ist. Das war in der Nähe von irgendeiner Höhle. Hier ist die Höhle. Ja, hier ist das Kaltwasserkasten. Da möchte ich jetzt aber mal gucken, was hier links ist. Pokéball, nehme ich mal direkt mal mit. Timer, Tauchbilder. Ich war unter Wasser. Jetzt bin ich eh wieder hier. Okay.
Ich habe ich gesehen. Wo bin ich hier? Das sieht sowas von falsch aus. Hier ist das doch gut. Okay. So. Ihr müsst der letzten der drei Gefährten sein, genau. Nein, du kommst wieder zurück. Ja, Tori ist paralysiert. Setz angelaufen. Ah, setz angelaufen. Blauer Stoß. Komm schon, komm hoch, du kannst es tun. Diese blöde Gift. Ich bin jetzt verschwunden. Okay. Top genießen. Dann dürfte ich auch rein theoretisch nicht mehr verwirrt sein. Ich dachte schon. Aber wie viel kriegt jetzt Stromstoß ab? Das war blöd. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Bei der Story Modes waren die echt super schwer und jetzt die auf einmal so mit One Hit. Tori's Parolus. Gibt's ein Déjà-vu. Defizit Elektro. Muss herum experimentieren. Aua. Na, kann nur doch. Komm schon, du kannst es.
glaube, ich werfe direkt schon mal dabei. Boah, das wäre jetzt gewesen, wenn es direkt beim ersten Mal angeschrieben wäre. Jetzt kann ich doch einen Stromschuss einsetzen. Setzen wir nochmal Druckstock ein, vielleicht zieht das ja etwas ab. Ja, etwas. Nicht in Beatori, das Lakaien-Pokémon, Typ Giftfee, schlägt es mit seinen anmutigen Flügeln, verteilt es Pheromone, durch die es Menschen und Pokémon in seinem Bann zieht. Und damit hätten wir zum Abschluss dieses Projektes die... Voilà. Mein Handy ist ein bisschen verrutscht. Mit dem O-Tube-Modell. Voilà. So, die ist jetzt nicht mehr da. Doch, jetzt. So, ist nicht gut, wenn das jetzt überhaupt nicht mehr reagiert. Obwohl ich rede. So. Ja. Gut. Oder, dann nehme ich das jetzt einfach mal so in der Hand. Oh, so, ich hoffe, jetzt ist alles wieder normal. Gut, wir haben jetzt die Dreckgefährten-Pokémon gefangen. Es reagiert nicht, wenn ich rede. Okay. Hallo? Nun gut, was ich sagen wollte ist, damit hätten wir jetzt den DLC-Story-Modus abgeschlossen mit beiden Handlungssträngen. Und haben die drei Gefährten-Pokémon gefangen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Pokémon Purpur, wenn der zweite DLC erscheint. Morgen werde ich ab 20 Uhr Pokémon Mystery Dungeon streamen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis dahin, tüdelü.